Hallo ihr Lieben, das ist ein verspätetes Video zu Game of Thrones und ich weiß, der Hype ist längst rum ums Eck, die Serie ist entzaubert, hat ihren Zauber längst verloren, wenn sie denn je einen hatte und viele sind ja auch überzeugte Game of Thrones Verächter. Ich nicht, ich bin Hardcore-Fantasy-Fan, ich kann auch nicht mal sagen leider, weil ich bin das gern. Das ist so ein bisschen paradox, das passt wenig zu vielen anderen Dingen, die ich mache, ist aber trotzdem so. Und ich habe mir also die Serie jetzt vor kurzem mal wieder angetan und werde jetzt ein paar Dinge dazu sagen. Und das mag ein bisschen überfrachtet scheinen, ich versuche es mal zu rechtfertigen. Ich finde, dass das teilweise die großen mythologischen Erzählungen der heutigen Zeit sind, und zumindest haben sie eine große Reichweite, tatsächlich weltweit. Und deswegen sind also die Theoreme, die da verbraten werden und die Bilder, die da in unser Gehirn geschickt werden, vielleicht doch nicht ganz irrelevant und auch eben ganz problematische Teile, und dazu komme ich gleich. Es sind andere als die, die vielleicht erwartet werden. Ja, also ich verspreche vielleicht auch hier zu viel. Eine Randbemerkung vorher, damit ist wahrscheinlich vor den meisten vorbei. Ich finde tatsächlich die Serie nicht misslungen, auch nicht in der letzten Staffel. Ich versuche das kurz zu erklären. Ich finde also die Enttäuschung, auch ich glaube, ich weiß mich jetzt schon nicht mehr, als ich es das erste Mal gesehen habe, war glaube ich enttäuscht, aber ich finde, es hat mehr was mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Also vielleicht ist die Zeit auch nicht mehr fähig, so eine Art Romeo-Julia-Drama-Ding am Ende zu verkraften. Also am Ende ist es ja trotzdem ein Happy End à la Hollywood, so im Großen und Ganzen, obwohl unglaublich viele Menschen auf unglaublich schreckliche Weise zu Tode gekommen sind oder tragische Weise zu Tode gekommen sind, Stichwort Daenerys. Und eben eine Romeo-Julia-Geschichte, wo dann die Geliebten nicht zusammen sein können oder sich sogar umbringen müssen oder hochromantisch gemeinsam sterben. Vielleicht ist die Zeit dafür einfach nicht mehr geschaffen. Und das, finde ich, erklärt schon keinen kleinen Teil der Enttäuschung. Also der auch anders argumentiert wird, aber ich glaube, im Kern sind die Leute einfach enttäuscht, dass das unbefriedigend ist für uns heute, wenn Serien mit so viel Aufwand und so viel Vorlauf und wo man sich dann in die Figuren quasi verliebt und verguckt hat, wenn die dann so zu Ende gehen. Andererseits kann man fragen, bei einer Serie wie Game of Thrones, wie hätte die denn anders enden können? Und ich weiß, es gibt Vorschläge da draußen, aber die sind nicht wirklich besser, finde ich. Also das ist so das eine. Das zweite, diese Entwicklung von Daenerys, die psychologische Entwicklung, es wird sich große Mühe gegeben, auch nicht erst in der letzten Staffel, sie psychologisch nachvollziehbar zu machen. Aus meiner Sicht ist sie das. Also wenn man jetzt nochmal von Staffel 1 bis Staffel 8 schaut, finde ich, kann man psychologisch nachvollziehen, warum Daenerys Targaryen am Ende als Tyrannin daherkommt. Also neben dem ganzen Leid, das sie entwickelt hat, also eine hochgradig traumatisierte Frau, mehrfach vergewaltigt, ermordet, muss mit ansehen, wie geliebte Menschen zu Tode kommen, lebt in permanenter Todesbedrohung und Unsicherheit, fühlt sich allein und verlassen. Nach und nach sterben auch alle Vertrauten ihr weg und werden grausamst umgebracht und ermeuchelt. Sie wird verraten von ihren nahestehenden Personen, dass so jemand irgendwann durchknallt, ist, glaube ich, psychologisch nachvollziehbar. Und es wird also auch immer wieder angedeutet, die Grausamkeit, die sie ja auch schon die ganze Serie über an den Tag legt. Also, dass das überraschend kommt, dass da am Ende eine Tyrannin steht, die alle anderen umbringen will. Ich denke, das liegt einfach nur darin, dass die Schauspielerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die sie verkörpert, einfach den meisten Menschen sympathisch ist sind und man nicht sehen will, wie ein Mensch, der einem sympathisch ist, am Ende reihenweise unschuldige Frauen und Kinder abschlachtet, auf grausamstmögliche Weise. Das will man nicht sehen und deswegen mag man die Serie und ihr Ende nicht, aber das ist eher unser Problem. Psychologisch ist die Figur plausibel angelegt, die Entwicklung ist nicht überraschend, sie ist eher sogar, wenn man also psychologisch hinguckt, absolut erwartbar und vorhersehbar und wird auch vielfach angedeutet. Ja, es gibt viele Stufen und gibt sogar eine kleine Passage, wo das auch nochmal rekapituliert wird. Also uns werden sogar in der achten Staffel Stützen gegeben, Erinnerungsstützen, damit wir nochmal nachvollziehen, diese Entwicklung, ja, was da alles schon vorher war an Gewalt, die von ihr ausgegangen ist. Also das nur am Rande, das ist nicht das Thema dieses Videos. Das Thema dieses Videos ist paradoxerweise, und das muss ich jetzt wahrscheinlich auch vorher, damit ich nicht in der falschen Ecke lande, einiges dazu sagen, ist die Erbmonarchie. Ja, ist das Thema dieses Videos ist tatsächlich die Erbmonarchie und der Sinn der Erbmonarchie. Jetzt, die Vorrede dazu ist, ich bin kein Fan von irgendeiner monarchistischen, diktatorischen, tyrannischen, autoritären Lösung. Wie vielleicht bekannt ist, bin ich ein Hardcore-Demokrat, ein Fan der Losdemokratie, die gezielt aktiv alle Menschen an der Politik beteiligen will, also noch weit über das hinausgeht, was wir heute so Demokratie nennen. Entschuldigung. So, also ich bin Hardcore-Demokrat und als solcher natürlich lehne ich alle Lösungen, die auf den einen guten Herrscher abzielen oder so ab. Das sind Märchen, die wir uns erzählen. Und ich nenne das ein bisschen scherzhaft seit ein paar Jahren das Guter-König-Modell. Und es gibt tausend, glaube ich, also ich übertreibe, aber es gibt viele Videos von mir, wo ich versuche, detailliert zu erklären, warum dieses Guter-König-Modell unter heutigen Bedingungen nicht mehr funktionieren kann.
personenunabhängig. Also es ist egal, wen wir da uns erwählen oder so. Es gibt Gründe, warum einzelne Personen, egal mit welcher Haltung, egal mit welchem Reflexionsgrad, egal mit welcher Empathie gesegnet oder welcher Weisheit oder Intelligenz oder was auch immer, warum einzelne Menschen nicht die Gesellschaft fixen können. Dafür gibt es benennbare Gründe und deswegen bin ich kein Fan von irgendwelchen Monarchien. Aber auch als Hardcore-Demokrat kann man folgenden Zusammenhang anerkennen. Dass nicht, wie in der Serie am Ende vorgeschlagen wird, unter Art, also vielleicht so rum erstmal. Die Serie präsentiert am Ende den Schritt von einem Erbadel, von einem Erbkönigtum zu einem Wahlkönigtum als Fortschritt. Und das ist hochgradig naiv. Es ist kein Zufall, warum sich in der europäischen Geschichte und ich denke auch an anderen Orten auf dem Planeten nicht Wahldemokratien durchgesetzt haben, sondern Erbdemokratien sei schon, nicht Wahlaristokraten, nicht Wahlmonarchien durchgesetzt haben, sondern Erbmonarchien. Und der Grund ist ganz einfach der, wenn wir mal weiterdenken, ja, Bran der Gebrochene wurde jetzt zum König gewählt. Das ist schon bezeichnend, dass ausgerechnet jemand mit magischen Fähigkeiten gewählt wurde. Also jemand ganz, ganz Besonderes. Ja? Jetzt kann dieser Bran der Gebrochene, das wird einem gesagt, keine Kinder kriegen aufgrund seines Sturzes. Also und das wird auch noch als Vorteil verkauft. Jetzt fragen wir uns mal, wenn Bran der Gebrochene stirbt, was passiert dann? Also natürlich gibt es in dieser Seriensetting denkbar, dass einfach dieses Geschenk was oder dieser Fluch, man weiß nicht genau, was es ist, dieses dreäugigen Raben immer weitergegeben wird. Das heißt, nach einem dreäugigen Rabe, der derzeit zufällig Bran der Gebrochene ist, kommt der nächste dreäugige Rabe und alles wird wunderbarweise verwaltet. Natürlich ist das denkbar. So wird es aber nicht gesagt und so wird es nicht gelöst, sondern es wird gesagt, ab jetzt werden Könige zwischen den Adelshäusern gewählt. Ja, das ist also schon in sich verkorkst, weil die Adelshäuser hängen weiter von dieser Erblogik ab. Ne? Also die Adelshäuser sind weiterhin davon abhängig, dass sie also Kinder kriegen und das werben. Und unter diesen Menschen wird dann aber gewählt und das soll ein Fortschritt sein. Das Problem ist, das absehbare Problem ist, es wird immer mehrere Kandidaten geben, ja, für diese Wahl. Und es wird immer Adelshäuser geben, die sich hinter dem einen sammeln und die hinter dem anderen Kandidaten für die Wahl sich sammeln. Und dieser Kampf wird höchstwahrscheinlich, genauso wie wir es von Game of Thrones kennen, mit allen Intriganten und allen Gewaltmitteln inklusive Meuchelmord und Kriegen und so weiter ausgetragen werden. Das heißt, die Lösung, die uns am Ende von Game of Thrones präsentiert wird, ist ein Rückschritt. Sie ist keine Lösung, sondern sozusagen gegenüber diesem da, was da als Lösung verkauft wird, war sogar die Erbmonarchie besser. Ja? Warum gibt es also Erbmonarchien? Erbmonarchien gibt es einfach deswegen, damit nicht ständig Kriege ausbrechen. Weil die Erbfolge eindeutig geregelt ist. Ja, das sind so ganz teilweise komplexe Systeme, wo gesagt wird, und wenn der stirbt und wenn der stirbt, wer kommt dann als nächstes in der Erb? Das ist so klar geregelt, damit die Adligen untereinander nicht ständig in Kämpfen ersticken und erstarren. Das ist der Sinn des Erbadels gewesen. Es war eine Befriedungstechnik. Eine, die mehr schlecht als recht funktioniert hat. Wie gesagt, Demokratie, Losdemokratie funktioniert sehr, sehr viel besser als ein Erbadelssystem. Aber man kann nüchtern anerkennen, auch als Demokrat, dass ein Erbadelssystem besser funktioniert als ein Wahladelssystem. Und warum ist das überhaupt ein Video wert? Naja, es ist eine Serie, aber sozusagen, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass uns das in einer solchen Serie mit einer solchen Reichweite als Lösung präsentiert werden kann. Und das ist also nicht ein, alle langen sich an den Kopf, das ist ja nicht so gewesen. Also wegen anderen Dingen hat man sich an den Kopf gelangt, aber nicht deswegen. Also das zeigt, wie gering das politische Reflexionsniveau der heutigen Zeit ist. Also Entschuldigung, liebe Leute, aber was sozusagen das Nachdenken über Politik, was politische Theorie angeht, ist das Reflexionsniveau, also zumindest das verbreitete öffentliche Reflexionsniveau, so erschreckend niedrig, dass wir uns über gar nichts wundern können. Wir begreifen die fundamentalsten, einfachsten politischen Zusammenhänge heutzutage nicht. Nur deswegen ist es möglich, dass Game of Thrones überhaupt so ein Ende präsentiert. Also in einer politisch aufgeklärten Öffentlichkeit könnten die Serienmacher das nicht bringen, was sie da gebracht haben, weil alle würden sagen, ja, was ist denn das? Und nicht aus den Gründen, aus denen es gesagt wurde, faktisch, als die Serie zu Ende ging. Und alle, die allermeisten fanden, das war ganz schrecklich und Katastrophe, aber ja nicht deswegen. Nicht, weil sozusagen eine politisch völlig untaugliche Lösung präsentiert wird. Und dann wird dann noch damit gespielt, ja, wenn dann Samuel Tarly auftritt und eine Demokratie, wie sie eben heute existiert, wo alle wählen können, präsentiert und dann brechen die Adligen untereinander in Lachen aus. Es wird noch mit diesen verschiedenen Verfassungsformen wird noch gespielt.
Aber das zeugt trotzdem nicht von einem hohen politischen Reflexionsniveau. Das politische Reflexionsniveau unserer heutigen Gesellschaft ist einfach wirklich unterirdisch schlecht. Und das hat sehr viel damit zu tun, das kann man auch wieder nicht einzelnen Menschen vorwerfen, das hat sehr viel mit unseren fehlgebauten Verfassungen in der Moderne zu tun. Weil unsere politischen Verfassungen in der Moderne faktisch, so wie sie heute faktisch in der realen Welt sind, so schlecht sind, ist auch unser politisches Denken so unterirdisch niveaulos, also schlecht, einfach schlecht, unterkomplex. Also sozusagen, wir werden verdummt, wir alle, einschließlich meiner Wenigkeit, durch die politischen Systeme, die wir uns selber verschafft, die wir uns selber gegeben haben, durch die Verfassungen, die wir selber gegeben haben. Wir werden praktisch blockiert in unserem politischen Denken, was alles möglich ist. Und hier einfach nochmal ein Verweis auf die griechische Antike. Man kann sehr viel gegen die griechische Antike sagen, zumindest ich kann. Mir fallen aus dem Stand x Dinge ein, die ich damals furchtbar finde, wo ich sage, das bitte machen wir auf gar keinen Fall unter modernen Bedingungen nach, was die alten Griechen da gemacht haben. Fallen mir aus dem Stand x Dinge ein. Aber man kann auch erkennen, dass die Griechen eine besondere Konstellation hatten im antiken Griechenland, nämlich den Zustand einer permanenten Verfassungsgründung und dann in Athen einer beständigen Verfassungsreform. Das heißt, man hat sehr viel Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen politischen Verfassungen, auch eben aufgrund der Praxis der Polis, dass wenn sie mehr wurden, sie einfach eine Kolonie gegründet haben, eine neue eigenständige Polis aufgemacht haben, wo dann immer die Frage war, ja, was für eine Verfassung wollen wir uns denn hier geben? Also man war sozusagen in einem permanenten, über längere Zeitraum, in einem permanenten verfassungsreformierenden Zustand. Man hat sozusagen die Verfassungsfrage lag permanent auf dem Tisch bei den Griechen. Und aus dieser beständigen Konfrontation mit der politischen Verfassungsfrage sind die Griechen des 7. und 6. Jahrhunderts vor Christus, nicht die spätere, nicht Platon, Aristoteles, Isokrates, Thukydides, auf die so viel unseres späteren politischen Denkens sich stützt, sondern die früheren Griechen des archaischen Zeitalters, also Zeitgenossen Solons, Zeitgenossen Kleisthenes, sind diese Menschen extrem klug geworden, weil sie sozusagen Live-Experimente haben, weil sie Real-Experimente haben, weil sie sich das anschauen konnten, was passiert denn zwischen Menschen, wenn sie es so machen, was passiert zwischen Menschen, wenn sie es so machen, was passiert unter diesen Bedingungen, unter jenen Bedingungen, was passiert mit der Verfassung, mit dieser Verfassung. Also aus der Fähigkeit zum Realvergleich sind die Leute unter damaligen Bedingungen klug geworden. Wir heute sind extrem experimentierunfreudig. Ja. Die Experimente, die wir in der Moderne gewagt haben, die politischen Experimente sind alle schiefgegangen, was dann eben sozusagen in so einem, ich glaube, es ist Adenauer, ich bin unsicher, in so einem Imperativ keine Experimente gemündet ist, weil also das, was die Moderne ausprobiert hat an politischen Verfassungen, ist alles katastrophal gescheitert. Man kann das verstehen, dass man keine Experimente mehr will in der Politik, wenn solches unglaubliches Leid wir Menschen über uns selber gebracht haben, aufgrund unserer Experimentiertätigkeit. Das Problem ist nur, Stillstand ist trotzdem keine Option und die Verfassungen, die wir uns mal gegeben haben, sind nicht mehr tauglich, um mit den Problemen umzugehen, die wir heute haben. Wir brauchen nur dringend Experimente. Wir brauchen dringend Verfassungsexperimente. Wir brauchen dringend Anpassungen. Wir brauchen dringend Reformen unserer Verfassungen, um noch miteinander gut zusammenleben zu können. Und das machen wir nicht aus Angst vor Verfassungsreformen. Sozusagen die Verfassungen, die wir heute haben, sind so ein bisschen sakrosankt. Natürlich gibt es vereinzelt mal Nachbesserungen, aber das ist nicht das, wovon ich rede. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, wo dann unter hohem Aufwand und hoher Polarisierung Kleinigkeiten geändert werden. Wir brauchen Fundamentalreformen unserer heutigen Verfassungen, zwar weltweit, nicht nur in Deutschland. Die ganze Welt hat schlechte Verfassungen, ja, weil die halt nie überarbeitet worden sind, weil es in der Moderne einfach so grundlegende Probleme und grundlegende auch Irrtümer über das Politische gibt, dass wir sozusagen in einer Art sich selbst fütternden Stuck-State leben, in einem Blockadezustand, über den wir aber hinauswachsen müssen, wenn das Ding, was wir hier gemeinsam am Start haben, irgendwie gut gehen soll. Ja, wir brauchen dringend, dringend Verfassungsreform. Die Griechen hatten die Möglichkeit, sich das anzuschauen, wir nicht. Ja, also wenn jetzt hier jemand sich hinstellt und sagt, lasst uns mal Experimente machen mit der Verfassung, werden alle schreien, oh, oh mein Gott, bloß das nicht. Ja, so. Naja, Irland hat so ein bisschen angefangen. Sie haben halt gelost. Ja, sie haben ihre verfassungsgebende, verfassungsreformierende Versammlung aus guten Gründen gelost. Die Isländer haben das auch versucht, dort ist es gescheitert. Ja, also dort hat man es zwar durchgeführt und dann am Ende wurde es abgeblockt und hat man es im Sand verlaufen lassen. Letztlich führt aber kein Weg dran vorbei. Wir brauchen geloste Versammlungen, geloste Bürgerversammlungen, die Verfassungsreformen durchführen dürfen. Ja. Also denen wir das übertragen, dass sie das Recht haben, sag ich mal, freundlich mehr als nur Vorschläge zu machen. Und tatsächlich verbindliche Regeln zu schaffen, was denn geändert werden soll, was ganz grundlegend auch geändert werden muss an unserem politischen System. Und wenn sich das nicht bewährt, brauchen wir eine neue geloste Versammlung. Also letztlich können wir das heute nur noch über geloste Versammlungen friedlich regeln, weil über anders andere werden wir uns zerkriegen und zerstreiten. Und zwar ganz fundamental. Das ist der Grund, warum wir es nicht rantrauen, weil wir das antizipieren. Wir antizipieren, würden wir jetzt ständig die Verfassungsfrage stellen, so wie sie heute nämlich gestellt werden muss. Also das ist etwas, dem wir gar nicht ausweichen können.
Und dann wird es krasse Gegensätze geben innerhalb der Bürgerschaft, sage ich mal ganz vorsichtig, über diese Verfassungsfrage. Und deswegen halten wir die Verfassungsfrage unter dem Deckel und stellen sie nicht. Das ist aber keine Option. Also dieses Unterdrücken der Verfassungsfrage aus Angst vor uns selber, aus begründeter Angst vor uns selber, ist keine Option. Und daraus weisen eben geloste Versammlungen einen Ausweg. Geloste Versammlungen sind eine Möglichkeit, Verfassungen zu reformieren, ohne dass wir uns dabei an die Gurgel gehen, ohne dass wir uns dabei bis aufs Blut zerkrachen und zerkriegen, ohne dass das Tischtuch hinter zwischen uns dann zerschnitten ist, wenn es nicht schon zerschnitten ist derzeit. Ja, also sagen wir, es ist ja das Problem, dass wir politisch in vielen Punkten gar nicht mehr zusammenkommen können, nicht in den Formen, die wir uns gegeben haben, nicht in Formen, die wir unserer Politik, unserem Staat, unserer Verfassung gegeben haben in der Moderne. Ja, in diesen Formen können wir uns nur zerstreiten, wenn es also substanziell wird, wenn es ans Eingemachte geht. Und deswegen gehen wir nicht mehr ans Eingemachte, aber das ist keine Option. Wir müssen ans Eingemachte, wir müssen was tun, wir müssen substanzielle, grundlegende Dinge verändern. Und unser Problem ist nur, dass wir keine Vorstellung davon haben, wie wir das denn friedlich hinkriegen könnten. Und deswegen machen wir es lieber gar nicht. Ja, aber es geht. Es geht. Hoch verschiedene Menschen können gemeinsam Verfassungen reformieren, in denen sie hernach gut zusammenleben können. Und das kann sogar ein laufender Prozess sein. Ein Prozess beständigen Reformierens der eigenen Verfassung, nicht ausnahmsweise, sondern im Normalbetrieb der Politik. Also ein beständiges Anpassen, Nachbessern, Reformieren von Punkten, die nicht passen oder die nicht mehr passen. Wir brauchen eben eine lebendige Politik und wir brauchen auch lebendige, lebende Verfassungen, nicht in Stein gemeißelte Ungetüme, die nicht mehr angepasst werden dürfen, weil sich mal die Founding Fathers vor Jahrhunderten oder die Väter und Mütter des Grundgesetzes vor Jahrzehnten sich das so gedacht haben, obwohl die Welt, die Gesellschaft sich seitdem massiv verändert hat. Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also dieses Denken über Verfassungen, dass es so eine Art zu sagen, säkulare, heilige Texte wären, die nur unter riesigem Aufwand, unter riesigen Hürden verändert werden dürfen. Ja, das ist einfach nicht zeitgemäß. Wir brauchen lebende Verfassungen, die leicht veränderbar sind. Und leicht veränderbar sind sie auf friedliche, kooperative Weise nur dann, wenn wir das in gelosten Gremien machen. Deswegen brauchen wir die so dringend. Aber ich rede mir den Mund fusselig. Hier überzeugen werde ich, glaube ich, nur sehr wenige. So, das war jetzt ein vielleicht weiter Bogen von etwas ungewohnt. Für mich hängen halt die Dinge zusammen. Ich bin ein großer Fantasy-Fan, leider oder auch nicht leider. Und ich sehe eben fundamentale Dinge. Das gleiche bei Terry Pratchett. Also ich bin wahrscheinlich einer der, sagen wir mal, viele über sich, weltlebenden, weltgrößten Terry Pratchett-Fans. Und trotzdem finde ich sozusagen die Aussagen zur Demokratie, die sich bei Terry Pratchett finden, hochproblematisch. Also die zeigen mir, dass der alte Terry nicht gewusst hat, wie Demokratie geht. Hätte er es gewusst, hätte er sich nicht so geäußert. Es gibt leider im Werk von Terry Pratchett, das ist einer der dunklen Flecken der wenigen in einem großartigen Werk, sehr viel demokratiekritische Äußerungen. Und die richten sich alle gegen ein Demokratiemissverständnis. Also natürlich gegen Demokratie, wie er es erlebt hat. Und das spricht aber eben nicht gegen Demokratie an sich, sondern gegen Demokratie, wie wir sie in der Moderne realisiert haben, nämlich schlecht. Ja. Oder auf sehr undemokratische Weise. Wir haben sehr undemokratische Demokratien. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Und gegen diese sehr undemokratischen Demokratien gibt es tatsächlich nicht jede Menge zu sagen. Nur wenn man keine andere Form von Demokratie überhaupt kennt, dann denkt man, Demokratie wäre schlecht. Und genau in diesem Sinne äußert sich Terry Pratchett an vielen Stellen seines Werks. Sehr demokratiekritisch. Und diese Demokratiekritik kann ich nachvollziehen. Sie ist aber trotzdem verfehlt, weil Demokratie ist was anderes. Also, ja, weiß nicht, ob man das verstehen kann. Ich nehme sozusagen Fantasy ernster, als es andere tun oder Science Fiction. Ich glaube, dass das Spiele sind, die wir mit uns selber treiben, wo wir sozusagen den Möglichkeitsraum ausloten, was denn alles zwischen Menschen so grundsätzlich möglich ist, wo letztlich geradezu anthropologische Fragen oder politische Fragen sozusagen reflektiert werden. Vielleicht ist das auch sehr antik. Ich bin halt geprägt von Leuten, die letztlich immer anders gelesen werden, also Leute wie Aischylos oder Thukydides. Thukydides wird gelesen als Geschichtsschreiber, ich lese ihn als politischen Analytiker, weil mir das im Studium so vermittelt wurde. Oder Aischylos wird gelesen als Dramatiker, ich lese auch Aischylos als politischen Analytiker. Ja? Also ich bin es gewohnt, dass sozusagen in literarischen Werken große philosophische, politisch-philosophische Fragen verhandelt werden. Und das ist meines Erachtens auch in der heutigen Zeit nicht anders. Also in dem, wie wir, welche Geschichten wir uns selber erzählen in Filmen und Serien, vernageln wir uns selber das Hirn oder öffnen uns selber das Hirn, was wir für möglich halten. Und die Serien und Filme, die wir machen, sind alle kreuzreaktionär und helfen uns nicht weiter. Also es sind keine Sachen, die uns helfen zu verstehen, was wir in der Realität tun könnten, was uns helfen würde. Ja, sie sind also politisch fantasielos und Game of Thrones ist da keine Ausnahme, sondern ein ganz furchtbares Beispiel, vor allem in dieser Szene, wo dann Bran der Gebrochene zum König, zum Wahlkönig erklärt wird. Das ist ein aus der politischen Theorie herausgesehen aus der politischen Theoretiker-Ecke betrachtet, wo ich halt irgendwo sitze, in all meiner Laienhaftigkeit, ist das eine furchtbare Stelle in der Serie. Eine furchtbare,
wo ich mir nur an den Kopf langen kann, wie man nicht sehen kann, dass ein Erbmonarchie systemisch einer Wahlmonarchie überlegen ist und dass nur unsere verkorksten Verhältnisse im Real Life uns das nicht sehen lassen. Also weil wir denken, Wahlen sind ja immer gut oder so, oder Wahlen sind ja demokratisch. Ja, das ist unreflektiert, das ist politisch unaufgeklärt, das ist geschichtsvergessen, das ist unterirdisch vom intellektuellen Niveau. Ja, und nur weil das Niveau so unterirdisch ist, kann überhaupt Game of Thrones so einen Wahnsinn dahin zaubern. Und das als Fortschritt verkaufen, dass jetzt Könige gewählt werden, statt vererbt zu werden. Ja, so kurz gesagt, wenn man ein Fan der Monarchie wäre, wie gesagt, ich bin es nicht, dann müsste man immer für ein Erbkönigtum sein und nie für ein Wahlkönigtum. Ja, weiß, es gibt so, ne, Rom und so und dann die Ziehsöhne, die Adoptivsöhne, ja, statt den Erb, weil eben die Erben könnten immer auch schlecht sein. Da gibt es ganz lustige Reflexionen über das Römische Reich und das Cäsarentum und so weiter. Das ist alles Schwachsinn, ja, wirklich Schwachsinn. Aus guten Gründen hat sich das Erbkönigtum durchgesetzt, weil du sonst halt ständige Kämpfe hast, ja, um den Titel, wer der bessere König ist. Und zwischen den Adelshäusern, zwischen den verschiedenen Kandidaten, weil man nicht ständigen Krieg haben will, man hat es auch so Krieg genug, hat man aus guten Gründen Könige nicht gewählt, aber einem bestimmten Gesellschaftsstadium. Ist das Wahlkönigtum ein archaisches Relikt, das unter schon leicht komplexeren Bedingungen einfach nicht mehr funktioniert, sondern einen beständigen Kampf, einen beständigen Krieg und beständige Massenmorde letztlich garantiert. Und wer das nicht haben will und innerhalb monarchischer Rahmen, eines monarchischen Rahmendenks, eines monarchischen Frames denkt, wer also Monarchist ist, muss ganz klar für ein Erbkönigtum sein und nicht für ein Wahlkönigtum. Und das ist, finde ich, nicht sonderlich schwer zu begreifen. Aber gut, was rede ich? Für wen rede ich? Ich rede für mich. Ja, ich behumse mich hier selbst. So, damit ende ich mit diesem merkwürdigen Video. Also, keine Ahnung, ich hoffe, es macht euch wenigstens ein bisschen Freude und frustriert euch nicht völlig, mir bei meinem merkwürdigen Geschwafel zuzuschauen. Und wenn nicht, bitte lasst es sein. Also, wenn ich euch nur frustriere und ihr euch nur denkt, was für ein Idiot, guckt einfach was Besseres. Ja, die Zeit ist zu kurz, um verrückte Menschen zu kritisieren. Die Lebenszeit ist zu begrenzt. Unsere Aufmerksamkeit ist zu begrenzt, um uns mit Menschen abzugeben, die wir einfach nur furchtbar finden oder Gedanken, die wir nur furchtbar finden. Dafür gibt es heute zu viel. Ja, konzentriert euch dann vielleicht auf das, was euch sinnvoller erscheint. Das wäre mein Rat. Kritik bringt nur wenig. Diese hier natürlich auch. Und ich mache es natürlich nur, weil ich Game of Thrones gar nicht mal so schlecht finde. Also kritisieren tut man ja immer nur die, die man mag oder die man schätzt. Ja, die anderen ignoriert man, weil sie auch einer Kritik gar nicht wert sind. Nicht unter diesen Bedingungen der Überfülle, der gedanklichen Überfülle, der konzeptionellen Überfülle, der kulturellen Überfülle, auch der Überfülle an Serien und Filmen, die es heute gibt. Da ist ja Kritik absurd. Wenn ich es nicht gut finde, schaue ich es nicht. Ja, so einfach ist das. Aber ich finde Game of Thrones interessant genug und gut genug, um hier meinen Sermon loswerden zu müssen. Ceterum censeo, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss.